Oh, Trickshot! Ich habe ihn gesilent-shottet. Oh. Try Hard Plus. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ah, diese Teamaufteilung, ein Traum. Ich habe Bock auf Black Ops 3 und deswegen spielen wir Black Ops 3 heute auf der Map Breach, sogar eine Runde Herrschaft. Der Herrschaft habe ich ja eigentlich nicht so oft gemacht. Wir gucken einfach mal, wie sich Black Ops 3 zurzeit anfühlt. Ich habe ja vor ein paar Tagen schon mal eine Runde Black Ops 3 hochgeladen und zwar in dem Vespa vs. Spitfire Video. Und ich muss schon sagen, die Runde war natürlich geil. Ich muss auch sagen, ich habe seitdem keine Runde Black Ops 3 mehr gespielt und deswegen weiß ich auch gar nicht, wie sich das Spiel jetzt gerade aktuell anfühlt, aber ich bin zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich, was jetzt passieren wird und wie das Ganze sich jetzt spielen lässt, weil, I don't know, Leute. Einfach mal drauf überraschen lassen, würde ich sagen. Einfach mal gucken, was jetzt passiert. Wir gucken doch einfach mal. So, jetzt kann ich nämlich sogar mal... Alter, die Minimap sieht so anders aus. Einfach mal die Man... Wow. Die Manowar benutzen, weil letztes Mal musste ich ja die Spitfire... Digga, ich bin jetzt wirklich nur gestorben, weil ich später reingejoint bin und zwar richtig krass. Okay, ans A muss ich mir jetzt erstmal komplett umgewöhnen, weil ich ja voll im Black Ops 4 Modus bin. Okay, gucken wir mal hier lang. Solche wie der gefallen mir. Das sind so Ehrenmänner. Okay, wir ziehen kurz durch, Leute. Wir gehen mal kurz hier lang. Bitte blockier mich nicht. Danke. Okay, gucken wir mal, was jetzt hier abgeht. Kantenslide. Ah, klappt, als ob es nie weg gewesen wäre, Leute. Ich war immer da. Wollen die hier? Komm, mach's mal nicht so offensichtlich. Komm jetzt. Ja, beide überleben. Natürlich erstmal muss man sich jetzt daran gewöhnen, dass die Gegner schneller sterben. Man selber aber natürlich auch. Und dass man sich nicht heilt. Ja, genau das passiert dann nämlich. Das wäre ein BO4 sowas von mein Gunfight gewesen. Na gut, also, wir müssen uns dran gewöhnen. Wir müssen gucken, was geht. Ich will mich die ganze Zeit heilen, Leute. Ich drücke immer auf heilen. Den holen wir uns, wollte ich gerade sagen. Okay, jetzt machen wir den Außen-Wallrun und gucken mal, ob hier noch einer ist. Ich will mich die ganze Zeit heilen, Leute. Aber egal, ich gewöhne mir das einfach nicht ab. Ich mache das jetzt einfach die ganze Zeit. Weil das ist ja letztendlich was Positives. Da vergesse ich es im nächsten COD auch nicht. Der dreht sich nicht um da hinten. Ich glaube, die kommen jetzt hier. Ich glaube, die kommen hier. Ich glaube, die kommen jetzt hier. Die Gegner haben Drohne, Konterdrohne. Ich habe auch meine Drohne. Hau ich dann gleich raus, wenn es zeitlich passt. Losing Bravo, okay. Kommt hier noch einer? Nee. Hostile Hellstorm, da bin ich ja genau im richtigen Moment durchgezogen. Ich warte mal kurz hier, dass ich jetzt nicht von da sterbe. Wer von den Schlawinern hat aber jetzt hier die Dingens, Alter, die Konterdrohne gekriegt? Halsmaul, er hat da gewartet. Okay, jetzt haben wir aber die Drohne. Okay, einer kommt hier außen. Okay, langsam klappt es auch mit dem Aiming. Dauert immer ganz kurz. So, ich glaube, die kommen jetzt auch hier, oder? Kommt hier keiner? Ich glaube, damals hatte noch nicht jeder Geist, oder? Zu BO3-Zeiten. Im BO4 hat ja jeder Geist, jeder Mensch. Lustig ist, das habe ich, glaube ich, auch neulich schon im Video erwähnt. So, vor einiger Zeit wäre so das Letzte, was ich gemacht hätte, wäre ein BO3-Video gewesen. Sogar als BO3 noch aktiv war, weil... ich einfach keinen Bock drauf gehabt hätte. Ich hatte so wenig Bock auf BO3 am Ende, wirklich krass. Deswegen habe ich dann ja auch Fortnite gemacht. Es war wirklich krass, wie wenig Bock man haben konnte auf irgendein Spiel. So, wenn wir jetzt hier einen Kantenslide kriegen, ja, jetzt kriegen wir den hier safe, jawohl. Ihr Ehrenmänner, ey. Drohne, Konterdrohne. So, wo kommt ihr? Da unten, okay, nice. Da ist noch einer. Geil. Und da kommt noch einer. Nein, Mann, kurz vor Orbi. Ey, ich habe den schon 8-mal geholt. 8-mal, denselben Typen. Das ist auch... Ey, Digga, dass der noch drin bleibt. Okay, was frage ich mich überhaupt, warum? Dropshot in Black Ops 3. Bruder muss los. Guck mal, das ist sogar der Tryhard, den ich 8-mal geholt habe. Das zeigt schon mal, was hier mit diesen Lobbys los ist. Jetzt guckt euch den Typen an. Der legt sich da schon wieder hin. Ich habe mich schon wieder versucht zu heilen. Na ja, Digga. Ich wollte gerade sagen, als ob du nicht zurückkommst. Ja, du bist ein Ehrenmann hier. Wir drehen hier direkt mal um. Ich wollte gerade sagen, bitte haften. So, wir müssen mal kurz schauen, dass wir hier... Hier kommt einer. Okay, jetzt kommen die von hier. Okay, erste Runde würde ich sagen, 19:5 ist in Ordnung, die erste Halbzeit. Muss mich ja erstmal ein bisschen reinfinden hier ins Spiel. Dafür läuft es aber ganz gut. Ich hätte gerne den einen Orbi gehabt, Leute. Den hätte ich sehr, sehr gerne gehabt. Aber Spiel macht Spaß bis jetzt. Nein, dieser Kameltreiber. Junge, du bist so schlecht, Mann. Ey, ich hab einfach 4 Tote von ihm, Mann. Das regt so auf, ne? So, komm her. Ich hab mich nicht mehr gesehen, Alter. Hä? What? Der ist ein Ehrenmann hier. Huch, war der Typ. Okay, so. What? Alter, bin immer noch weak. Ja, meine Teammates haben alle Streaks. Der Geist hat ihn geholt. Ich wurde gerade so gesaved. Das ist hier der größte Ehrenmann. Okay, Sense, come on. Ich bin der Sensenmann.
Ist leichter. Komm her jetzt. Mann, lass mich bitte schnell laufen. Okay, ich bin eins vor. Ich werde jetzt nicht sterben. Losing Alpha. Losing Bravo? Ja, ich bin down. Aber ich habe den Hater bekommen. Nuklear wäre sowieso nicht mehr gegangen. Okay, wir haben Hater. Sehr schön. Okay, Digga, der Kameltreiber macht ja komplett ernst. 5 zu 9 jetzt, Mann. Geil. Steht 33-9. Ich weiß nicht mal, wie mein Teammate die Streaks gekriegt hat. Ja, das Movement ist schon wieder da, Leute. Es war noch nie weg. Das ist so krank in dem Spiel, wie hoch man fliegen kann, ey. Das ist so geil. Ob die jetzt nicht von hier kommen. Was? Höchster Kill der Welt. Come on. Ja. Natürlich. Yo! Ja, hier, Alter. Gönnt euch, Mann. Guck mal, sehr mit seinem Headglitch da hinten, ne? Hau rein. Und hau rein. Die Streaks sehen ja hier so viel geiler aus, das Menü. Guck mal, wie viel geiler das Menü einfach aussieht. Ist mal ohne Scheiß. Schon nice. Komm, gib mir die schlimmste Teamaufteilung der COD-Geschichte. Ich gönne mir jetzt hier den PPSH-Modus. Frag nicht wieso. Digga, guck mal, wie er übertreibt mit seiner komischen XPR oder wie die Waffe heißt. Ich weiß nicht, nee, die heißt nicht mal so. Wie heißt sie denn nochmal? Yo, okay. Ich habe das Gefühl, das Spiel hat ein bisschen mehr Input-Lag als Black Ops 4. Ich weiß es natürlich nicht, aber leicht vom Gefühl. Geil, dass er nicht laggt. Ah, die haben ein verstärktes Geschütz. Geil. Okay, Drohne haben wir. Man kann Drohne viel leichter raushauen, wenn man nur nach rechts drücken muss. Das ist viel angenehmer. Okay, Konterdrohne ist da. Nein, als ob, Teammate, guck doch einmal hin. Mann. Ich weiß auf jeden Fall schon wieder, was an dem Spiel so extrem stresst, Alter. Das erkenne ich sofort wieder. Nice. Hier hinten ist der Teammate ins Gefahr, oder? Ins Gefahr. Ich nehme mal die Flagge mit hier. Wieso Bock auf meine Sense, Mann? Ich habe wirklich so wenig Herrschaft in diesem Spiel gespielt. Das fällt mir immer wieder auf. Alter. Digga. Ja. Seh dich schon, Digga. Mann, jetzt läuft hier wieder ein Abonnenten daher, ne? Ist halt so ab. Das ist sowas, ich weiß eh, wer es ist. Ja, es war klar, Digga. Es war der mich letzte Runde abgefuckt hat, die ganze Runde. Geil. So muss es sein. Was war das? Er wirft ein C4 in Black Ops 3. Oh Gott. Leute, das Leben ist wirklich krass unfair. Die beste Lobby der Welt und es kommt Fringe Night vor und deswegen stürzt die Lobby ab. Okay, Leute, nächste Runde geht los auf Nuketown mit der VMP, habe ich mir gedacht. Warum nicht mal die VMP ein Ründchen? Bitte, danke. Ich muss jetzt hier ganz schnell... Oh, als ob es geklappt hat. Oh mein Gott, Digga. Ich wollte gerade sagen, ich bin sowieso tot. Und dann dachte ich, dieser Sprung könnte noch helfen. Nice. Und hier rein. Hallo. Okay, das war's, oder? Ich dachte, ich habe jetzt, glaube ich, drei Sachen überlebt, die man eigentlich nicht überleben darf. Eigentlich ein Skandal. Hier noch in der Ecke. Komm her, Digga. Danke. Hier, 3, 2, 1. Nee. Drohne. Schöner Anfang. Stabilo, move easy. Nein, ich dachte nicht, dass er jetzt... Oh, nee, wie denn? Er war nicht mal richtig auf mich konzentriert. Ich dachte nicht, dass er mich da holen kann, um ehrlich zu sein. Danke. Also die Runde läuft auf jeden Fall schon mal sehr stabil. No, nein, 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 nein. Ich dachte, ich sterbe jetzt hier in so einer Nate, ey. Okay. Assist mitgenommen. Okay, 7 zu 1 hatten wir schon mal entspannt. Ich hab so Bock auf die Sense, Leute. Wow, Digga. Schluck. Okay, die Sense brauchen wir auch, um uns hier zu befreien. Hier ist ein sehr guter Spot für die Sense. Ist wie ein Geschütz quasi, nur man ist es selber. Man sieht auf diesem Nuketown viel besser, finde ich. Danke. Das Line-Up war sehr entspannt. Friendly Hater inbound. Wow. Das ist, glaube ich, das sind die schönsten Worte, die ich jemals in dieser Kombination gehört habe. Der ist ja komplett explodiert, der Dude. Ja, ich bin nicht wirklich eingeaimt. Ich habe es auch, mein Hater. Aber man struggelt sich so durch hier, sage ich jetzt mal, ne? Man struggelt sich so durch. Dem habe ich die Ehre mal auf entspannter Basis genommen. Shiva, ach du Scheiße. Alles bis auf die Shiva, bitte. Den versuche ich noch mit VMP zu holen hier. Okay. 10er Streak. Okay. Hater ist da. Nein. Wo? Oh, ich hab's nicht mitgekriegt, Leute. Aber die Runde ist schon richtig stabil, Alter. War? Ich wollte gerade sagen, Digga, den kriege ich aber noch. Der hat mit mir, aber da stand mein Name drauf. Okay, wieder Sense mit Hater. Eine leckere Combination. Nein! Hui.
Der wird so genommen hier. Der wird so genommen. Wie lange ist man denn weak? In BO4 hätte ich schon wieder 300 Leben gehabt. Okay, hier spawnen die nochmal, gut zu wissen. Haben wir noch einen Hater? Also die Runde ist richtig geil hier. Wenn jede Runde so... Alter, wo wurde ich gerade angehittet? Der Typ fragt sich locker auch, wo er gerade einen Hitmarker gekriegt hat. Wenn jede Runde so wäre wie die hier, dann würde man, glaube ich, nur Black Ops 3 spielen. Komm her. Jawollo. Mein Aim struggelt vielleicht hin und wieder ein bisschen zu krass. Aber es ist halt auch ein ganz anderes Gefühl jetzt zu aim. Ich glaube, ich habe alle drei einmal angeschossen. Okay, den nehmen wir mit hier. Komm her. Dann drehen wir uns schnell um. Komm her. Ist auch meiner. Ja, okay. Egal. Es ist. Hauptsache, er ist tot. Erste Shiva. Okay. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir uns hier wieder anschleichen. Come on. Let's go. Okay. Okay, das ist richtig struggle, hier nicht zu sterben die ganze Zeit. Oh mein Gott. Oh, Trickshot. Ich habe ihn gesilent-shottet. Oh. Es war zwar nicht absichtlich, aber es war absichtlich geil. Okay, Shiva gegen Shiva. Deine eigene Waffe, Bro, und ich habe gewonnen. Traurig. Hier machen wir den... Hau rein, Digga. Jetzt müssen wir eigentlich nur schlau sein. Nein. Ah, er hat mich... Okay, warte, die spawnen hier. Hier hinter dir, Digga, hinter dir. Boah, Digga, man kann hier schon geile Sachen machen. Nice. Es macht wirklich gerade so... Ah, schade, ist hinter mich gekommen. Es macht gerade wirklich so Spaß, ne? Ah, ich will mich die ganze Zeit heilen, Leute. Das ist wirklich krass. Okay, hier ist der mit der Shiva. Okay, wir haben gewonnen. 33-7, entspannte Runde, Mann. Nice. Zwei nice Runden hatten wir jetzt schon. Leute, wir werden jetzt, glaube ich, Zeuge der unfairsten Teamaufteilung in der Geschichte von Call of Duty. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es richtig gesehen habe. Aber das sieht auf jeden Fall aus, als ob wir wirklich, wirklich Pech haben. Ich gucke jetzt direkt mal aufs Score. Ich weiß, dass die Lobby übelst krass ist. Mann, was die auch für Spezialisten spielen. Concentration jetzt, Digga. Bitte jetzt nur keinen Freeze hier irgendwie im Alter. Okay, gucken wir mal. Oh, mein Team, Leute, das meinte ich. Oh Gott. Okay, wir können jetzt mal gucken, wie viele Kills wir machen können, non-lethal. Lass mal als Ziel sagen, 40 Kills. Ohne Streaks. Digga, meine Teammates, keiner spawnt von denen. Digga, die haben alle, die kurbeln alle noch gerade. Direkt der Erste, ne? Dieser Erste direkt, Mann. Nein! Als ob der da jetzt... Ich hab den nicht mal so wahrgenommen, so gefährlich. Okay, okay, los geht's. 40 Kills ist das Ziel. Jetzt haben wir aber natürlich... Ja, egal. Keine Ausreden. Nicht da lang, hier lang, aber schnell. Und zwar müssen wir tatsächlich, das muss man bei so wenigen Lobbys machen, dieses Haus hier checken. Weil es könnte hier durchaus sein, dass die nicht weiterlaufen. Das sind ja so ganz, ganz große Noobs. Ich habe einen Schatten gesehen, das war mein eigener. Okay, nice. Okay, Leute, bis jetzt läuft es mit den 40 Kills überhaupt nicht gut. Ich muss erstmal so ein bisschen auf die Lobby klarkommen, wie die so spielen und so. Das ist ja jede Runde immer... Okay, da sind zwei, die gut zurückschießen. Das meine ich eben. Die Teamaufteilung ist komplett krass. Also das ist eine der lächerlichsten, die ich jetzt wirklich seit Jahren habe, würde ich sagen. Ja, ich bin down. Oh mein Gott, das ist so unfair und das sind trotzdem Noobs. Als ob du mich holst, Digga, chill. Okay, nice. Okay, komm, die checken es nicht. Wenn ich jetzt gut durchkomme... Der hat einen Turn-on kassiert, der Teammate. Ach du Scheiße. Rest in peace. Okay. Wo ist der andere? Okay, nein. Okay, nice. 2,5 vor Orbi. Machen wir aus dem 2,5 mit 2. Hinter mir. Okay. Hier oben ist einer drin, glaube ich. Wir müssen jetzt ganz kurz einen Kill machen für den Orbi. Und so viele Teammates. Ein billiger Assist. Könnte schon was mit mir machen. 15 Kills habe ich. Das war gerade wirklich belastend. Der einzige Spieler, der mich holen kann, kommt und holt mich. Und jetzt hole ich ihn. Es ist so krass, ne? Egal, komm on. Nächste Chance. Was soll's? Digga. Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, so bin ich noch nie gestorben in Black Ops 3. Die Lobby war eigentlich eine übelst geile, aber keine Ahnung. Ich komme hier nicht klar irgendwie. Es ist so eine Lobby. Es ist so eine Lobby von denen, die man nicht spielen kann, obwohl sie eine Noob-Lobby ist. Es ist ganz, ganz schlimm. So, jetzt werdet ihr auseinandergenommen. Die BRM ist immer meine Geheimwaffe in solchen Situationen. Schon früher gewesen, ey. Okay, das war richtig krass, was ich gerade mit denen gemacht habe. Mir reicht's jetzt auch. Noch einer. Und hier sind außen noch welche. So, wir holen uns jetzt diesen Scheiß. Wir holen uns diese 40 Kills. Wir holen uns sowas von diese 40 Kills. Ich weiß gar nicht, wie viele Kills wir jetzt brauchen.
Okay, für Hater brauchen wir noch zwei. Okay, 87. Ich weiß gar nicht, ob die 40 Kills überhaupt noch gehen. Ein Kill noch. Eigentlich safer Spot. Eigentlich safer Spot. Ja, safer Spot. 100%. Sag ich doch. Okay, nice. Er heatwaved mich. Ja, ich kann es nicht mehr schaffen. Okay, Leute, lasst das Video gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt die letzten Videos gerne ab. Black Ops 3 macht auf jeden Fall noch Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.